Gegenstände auf den Platz geflogen sein. Und bitte dies doch zu unterlassen. Bitte die Fans das zu unterlassen. Oh, die Magdeburger, da ist jetzt ein Tor aufgegangen bei der Magdeburger Tribüne. Und da kommen jetzt die Fans raus. Was ist denn hier los? Spieler jetzt unterwegs in die Ecke, um die Fans zu beruhigen, die jetzt auf die Ordner losgehen wollen da. Meine Güte, Freunde, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Nach so einer Woche so einen Mist hier zu veranstalten, meine Güte. Und da sind auch manche Fans fassungslos, was da ihre Kollegen machen. Da wird einer zurückgezogen in den Block. Da tut man der Mannschaft keinen Gefallen, da tut man dem Verein keinen Gefallen, schon gar nicht. Das wird teuer werden. Wahrscheinlich muss auch Groß Asbach da was zahlen, dass da das Tor aufgeht. Und jetzt wird hier beraten, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir das nochmal an. Und offensichtlich hat sich hier auch einer bedient und die Kamera mitgenommen. Schauen Sie mal hier vorne. Kamera vom Fotografen hinter Tor einfach mal eingesteckt. Schöne Idee. Meine Güte. Da muss man sich fragen, warum geht das Tor da auf? Das wird die SG Sonnenhof Groß Asbach erklären müssen. Jetzt machen die Spieler hier das Tor wieder zu. Ich krieg mich nicht mehr ein. Da führt man hier eine Sicherheitsdiskussion die ganze Woche im deutschen Fußball. Und dann machen die hier einfach das Tor auf, klauen eine Kamera und verprügeln ein paar Ordner. Manche Sachen muss man nicht verstehen. Da treten sie offensichtlich gegen das Tor und es geht einfach auf. Und schauen Sie mal auf Christopher Geng, dem wird Himmelangst. Zu Recht wahrscheinlich. Und dann reißt er hier das Netz auf. Ordner entfernt sich dann mal vornehm, der da rechts steht. Kann man ihm vielleicht auch keinen Vorwurf machen, wenn du da allein stehst gegen eine Horde voll Idioten. Und das ist der Mann, der hier sich den Titel MVP, wichtigster Spieler, wichtigster Mann des Tages, erarbeitet hat. Christian Beck, nämlich der hat hier den Chefordner gegeben und hat hier die eigenen Fans besänftigt und in den Block zurückgedrängt. Und jetzt kommt dann die Polizei auch mal. Hatten sich schon darauf konzentriert, draußen zu schlichten und haben auf die Fans draußen gewartet. Naja, jetzt können wir doch vielleicht auch mal wieder Fußball spielen. Übrigens, es steht 1:0 für Sonnenhof Groß Asbach. Florian Badstübner hat sich gerade noch mal mit Bernhard Zerr, dem Schiedsrichterbeobachter, hier unterhalten, um noch mal klarzukriegen, wie es jetzt hier weitergeht. Ganz unschöne Szenen. Offiziell noch eine Minute zu spielen, aber jetzt wird es hier natürlich ordentlich nachgespielt werden.